beim Landwirtschaftssimulator 2013. Wir sind immer noch dabei, unser zusammengeschmissenen, leicht verkorksten Acker abzuernten. Naja, werden wir kicken, wie wir das noch alles hinkriegen. Ohne dass irgendwas verdörrt und dann an das Ding drin gesetzt. Feuer. Jo. Hatten wir auch ein Thema vor der Folge? Nee, ne? Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Omsi, waren wir danach mal irgendwo gewesen? Danke fahren, sieht sehr geil aus, sehr gut nachgebaut. Nee, nee, wusste nicht, wie wir aufgehört haben. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie das ist mit dem Kubikmeter und Preis pro Tonne, und habe ich noch nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Werde ich auch erst dann machen, wenn es soweit ist. Wenn wirklich große Fragen auftauchen, warum wir jetzt bloß 1 Euro gekriegt haben für den ganzen Hänger, dann werde ich mir mal dahinter setzen, aber ansonsten, ob ich da nur gucke oder nicht, ändert eh nichts dran. Außer, dass man vielleicht optimieren könnte, was man verkauft, was man anbaut, was man erntet, was man wegbringt. Aber ansonsten ändert sich ja nicht großartig was. Denkt da jetzt nachgucke. Also lass es erstmal bleiben. So. Und einer ist hier ganz schön Schlangenlinie gefahren. Wüsstest du ja gerade. War bestimmt wieder oder Horste. Ey, kann das nicht gewesen sein. Ich bin der Chef hier. Ich mach sowas nicht. Sind immer die anderen, sind immer die Angestellten. Weiß ich genau. Also wenn ich Chef wäre, wäre das auf jeden Fall so. Also ich, wenn ich das hier gewesen wäre, nee. Hätte ich mir schon irgendwie ein Gefühl gesucht, der gefahren. Sag ich ja, horchst du mal, sag ich ja. Eigentlich könnten wir gleich ihn ansetzen, der grob hat. Muss er zwar in der gleichen Richtung grob haben wie wir, die kurze Strecke nehmen. Aber dann ist die wenigstens schon mal fertig, wenn wir hier auch fertig sind. Dass er jetzt sagt, er ist früher fertig als wir. Aufpassen, dass er uns nicht überholt und über ganze Getreide hier rüber grob hat. Also braucht die Helfer sowieso nicht, würde. Ein Glück. Der Horste. Kann er doch noch so weit denken. Ja, den setzen wir mal an. Den Hoschiste. Den Hoschi. Den Hoschte. So. Gerade. Dann macht er erstmal hier weiter, der Hoschte. Dass wir den anderen Hoschte holen können, der hier rumhauen soll. Machst du gut. Wir fahren mal hier vom Feld. Mann. Dass dein Komparse hier rüber eiern kann mit seinem Ruhr. Stell mal nicht gerade dahin, dann dreht ja Drescher nicht richtig. Oh, ja, ich bin ganz schön geschwankt gerade. Ich bin ganz schön Schieflage gehabt. Richtung. So. Nu aber. Ja, lenkt doch mal ein bisschen. Hab doch mal etwas Grips an der Vorderachse. Langsam blutet hier auch schon. Wie weit ist denn das hier? Ich hasse das jetzt vom Verdörren. Dann siehst du eh nicht. Wie ist dunkelgrün? Könnte gleich so weit sein und zack. Erntereif Kraut entfernen, so gut machen. Gibt's ja hier gar nicht, ne? Gibt's ja bloß bei Kartoffeln und Berlin. Krautschläger. Guten Tag, hallo. Hallo. So, dann nimmt er jetzt da hinten was weg? Nee, nimmt er nicht. Lob da, passt da auf. Der Horste 2. Horste 1 sitzt sehr am Drescher. Zeig mal, drauf hast, ob du da aufhörst. Müssen wir uns mal angucken.
Stadt müssen wir erstmal unter die Lupe nehmen, bevor wir ihn alleine lassen. Ja. Ich halte meinen Finger ja schon mal auf H. Oder am besten gleich überbremsen. Du Vollidiot, ey. Kann man ihm doch nicht alles wegnehmen lassen. Das sind das wahres Geld. Kacke, verdammt. Ich krieg jetzt auch nicht abgeerntet. Wie denn auch? Stopp. Du machst mir nicht den ganzen Ertrag kaputt. Hm. Das ist ja nun blöd. Das ist ja nun richtig blöd. Schön gerade Linie gezogen hast du da. Mensch, 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 Mensch. Komm mal schon gleich wieder angeeiert. Da könnten wir eigentlich auch schon immer wegfahren, weil wir haben ja noch was in den Silos. Da wird der Hänger bestimmt voll. Mal gucken. Oh, Preis steigst du ja gerade. Ich kann die Linie immer nicht richtig ziehen mit der Augen. Monitor ist zu breit. Abs. 3,76. 4,23. Gut, 4,23. Wieder Bahnhof. Wollen wir da mal hin, Eier? Wie haben wir denn da drinnen? Oh. Mehr als erwartet. Nee, ist nicht 21. Ah, schon wieder verguckt. Ich wollte gerade sagen, 21.000 wieder. Können wir 8-mal fahren. Dann wird er gerade mal so. Ja, nicht ganz voll. Halt, halt. Oh, schon alle. So, was haben wir gesagt? Güterbahnhof, ne? 4,23. Ja. Na denn, können wir mal die Zeit runterstellen, bevor sich der Preis ändert. Halten wir mal ein bisschen im Auge. Im Auge. Hallo? Dann wollen wir mal. Das Zeug muss echt schwerer sein als Weizen. Das bringt es ja gar nicht. Obwohl, die ist ja auch teurer als Weizen pro Tonne. Naja, okay, okay, macht Sinn. Das ist ja, ja, ja. Das ist schwerer. Ach, das ist schwerer pro Tonne. Das ist doch schon doof. Das ist teurer pro Tonne. Dafür erntest du ja auch weniger pro Hektar. Das ist ja bloß fair, dass die Tonne mehr kostet auf dem Markt. Weil du ja auch länger brauchst. Jetzt müssen wir ein bisschen bremsbereit bleiben, dass wir uns hier nicht überschlagen. Das ist ohne Witz jetzt. Die Kurve müssen schneiden. Oh, da kommt ein Auto. Ich von dem Waschenkante rutschen. Die nächste. Jo. Ast rein. Jetzt geht's im Güterbahnhof Russland bergab. Die alten Werner-Sprüche, ihr werdet es vielleicht irgendwann noch merken. Auf Werner bin ich hängen geblieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommen bestimmt im Let's Play noch ein paar mehr Werner-Sprüche. Ganz unbemerkt, ganz unbemerkt. Ich spreche schon von Natur aus so. Schon eine doofe Animone. Ich will es. Aber naja, was wegmachen, warte. Man kann halt nicht wieder Charakter. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. War rechts der Hafen, links Gütermoor? Die rum? Ja, ja, ja. Die gehen verwechsel ich immer. Kartoffeln, können wir oben wegbringen. Nö, ist gerade nicht Karamais, kann man wegbringen.
Buch von der Fahrbahn ab. 4000 Gerste. Das ist nochmal so ein Anhänger voll, ein bisschen mehr so, ja. Aber kosten zur Zeit ist sie fallen, ne? Nee, stabil. Aber trotzdem. Man hätte auch eigentlich auf eine große Nachfrage warten können. Aber naja, das ist mal so eine Sache. Kommt eh denn, wenn du alles verkauft hast. Wenn wir mal hier hochpirschen. Nein, ich kippe in der Mitte ab. Will in der Mitte abkippen. Fahr jetzt. So weit weggefahren. So. Ein bisschen ranziehen. Zack. Genau zwischen den Waggons gekippt, ne? So, 26. Na, nicht doll. Obwohl. Ich sag schon wieder nicht, ich gehe aber vorher an. Mann. Bist auch unkonzentriert. Ich sehe gerade. Selbst die Schutzbleche wackeln, obwohl gar nicht wackelt die ganze Auto. Der Trecker. Und er täuscht es. Liegt einfach übermüdet. Nee, wackelt wirklich, ne? So, als wenn das vom Profil her vibriert. Naja, ich hab mir wahrscheinlich bloß einbilden. Wollten wir jetzt abtanken, wird man bestimmt, wa? Lass mal gucken, bei dem Berg da hinten hoch hier Eier kommen. Das wird erstmal ein Weilchen dauern. Ich hab schon irgendwie andere Schleichwege gekickt, ob wir irgendwie so zwischen den Bergen durch, aber. Aber nee. Guten Tag, hallo. So, jetzt. Wie er sich quält. Komm schon. Zieh. Einfach nur das Quatsch. Durchdrehen wird da eh nicht. Einfach nur Leistung. Aber geht auch mal. Ich hätte mir langsamer vorgestellt. Also ich bin hier schon langsamer hochgefahren. Laufen alle wie so irgendwelche Krankheiten mit dem Alter. Er kommt hier rumgefeuert. Okay, ich bin ja auch nicht anders, aber ich darf nicht. Ich fahre einen Trecker, ich darf so fahren. Das haben dann die Rundumleuchter an. Auf jeden Fall hat man nicht viel von innen. So, rechts vor links. Alles klar. Mal geguckt, ne, oder? Gestern zumindest. Gestern kam auch keiner. Wir haben schon gleich durchfahren, abtanken. Ne, der fährt noch. Ne, da nicht. Doch, macht das. Würdet ja da hinten nicht so qualmen. Spuck aus, das höre ich. Ja,
Müsste gleich leer sein, der Korntank. So viel kriegt er ja, bislang waren wir ja nicht weg. Das ist eine Sache. Rein reden. Das ist ein Hillklein betreiben hier. Ah, der Trecker hat leider keine Schlupfanzeige. Das fängt er an zu schaden. Mit Allrad zieht er ein bisschen weiter. Oh ja. Die galoppen ja noch. Jetzt drehen alle vier Räder schon so ein bisschen. Ja, wofür kaufen wir uns denn einen neuen Schlepper? Schafft er ja anscheinend doch. Zwei Eier voll. Oh, oh. Ist der Mod nicht gelungen, wie das aussieht, wie die Vorderachse so halb schart und halb nicht, wie er mitwippt? Ich finde das genial. Ich finde das echt genial. Boah, krieg gar nicht gebremst. So. Experiment. Erdanziehungskraft. In 3, 2, 1. Ah, ein Rad dreht nicht. Sonst würde er runterrutschen. Oh, Alter, da gibst du ein bisschen Jass, dass die Bremse löst und dann rollst du hier gleich runter mit Highspeed. Oh, mal kicken, weil ich ohne Anhänger komme. Aber dürfte auch nicht viel weiter sein. Und schön sagt, wenn man zum Durchdrehen bringt. Drehst du ja ein Rad an Vorderachse durch und das andere nicht. Das ist ja Quatsch, ist ja die Sperre gar nicht drin. Kann ja kein Vortrieb kommen ohne Sperre, meine ich. Kann ja kein Vortrieb kommen. Nein. Schön ganz cool, Junge. Geht mit dem Anhänger wieder rankommen hier. Vorsicht. So, wo schicken jetzt vorne runter? Hallo. Hör mal auf damit. Ey, ohne Umkippen haben wir gesagt. Fahren wir einfach rückwärts wieder hoch. Peilen wir die Deichsel an. Komm mir auf, du bist hier mit Anhänger hochgekommen. Stopp, 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 halt an. Vorwärts und verlust. Fahr, einfach fahren. Nicht anhalten, nicht anhalten. Los. Yeah. Na, Hosch, hast du die sehen, Hosch? Mach das mal nach mit dem Dröscher. Mach das mal nach. Stellen wir mal schön weit weg, dass wir Hosch nicht stören. Allrad wieder aus. Stehen Ast rein oder nicht? So. Okay. Alles klar. Zu leise hier. Das ist doof, dass wir den noch nicht nutzen können. Er kann auch nichts machen. Muss er weggefahren werden. Wie klickert der immer, ne? Also jetzt nicht der Klicker, was man sowieso hört. Ein ganz kleines Boot. So einen ganz kleinen hohen Klick. 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 Aber ich sofort hier. Stimmt, so wenig Öl drin. Die Dinger fahren wir bestimmt ohne Öl. Stimmt, Magnesiumkolben. Schmieden sich selber. Vorwärtsgang da drin machen. Kann er ja nicht dastehen und uns wundern. Er schafft es wirklich, bevor das verrottet. Was heißt er? Ich nehme natürlich die Lorbeeren wieder in den Fang. Jetzt musst du verrotten, ich muss so lachen.
So, haben wir die Folge wieder mal einen Anhänger weggebracht, ein bisschen Geld gemacht. Ich denke mal, wenn es so weitergeht, können wir uns nach dem Acker schon. Ja, warten. Irgendwas kaufen. Mal gucken. Weil jetzt auf 26.000 und das eh einen Anhänger weggebracht. Nicht mal, war nicht mal ein ganzer. Und wir haben noch ein Stück vor uns. Ist nicht mal die Hälfte. Na denn, meine Freunde. Dann sieht man sich morgen. Tschüss.